Hier liegt aber mal wieder gar nichts. Na jö. Gehen wir mal runter. Obwohl. Mist, verschlossen. Klar ist sie verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Bevor die abgehauen ist mit ihrem super geilen Teil da. Enterhaken, würde ich sagen. Hat hier nochmal schön die Tür abgeschlossen, ist klar. Wow. Die Viecher. Ah. Genau. Und in Chris-Kampagne ist auch was Lustiges passiert. Will ich nicht sagen. Ich habe Chris-Kampagne schon durch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Link auf jeden Fall in meiner Beschreibung oder halt im Channel. Schön, dass Sie vorbeischauen. Gefallen Ihnen meine Umbauarbeiten? Genießen Sie den Aufenthalt. Light! Fuck! Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie sieht's aus? Und auf der anderen Seite ist auch schon Chris und Pierce. Oh, was? In Chris' Kampagne hat uns Chris und Pierce... Oh, jetzt... Das ist aber scheiße. Also in Chris und Pierce' Kampagne, was ich sagen wollte, haben die auch nicht den Aufzug erwischt. Leon und Helen haben den da erwischt. Und die mussten die Treppe nehmen. Wir müssen in dem Fall jetzt auch mal die Treppe nehmen. Ist aber halb so wild. Ja, ja, genau die gleiche Stelle. Ich dachte jetzt, in dem Fall würden Leon und Helena den Aufzug kriegen und fahren bequem nach oben, aber nö. Was ist das hier? Jetzt kommen gleich lustige Viecher. Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht. Noch ist alles klar. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Tür checken, bevor wir weitergehen können. Es ist genau die gleiche Sache wie in Chris' Kampagne. Jetzt haben die komplett recycelt. Verschlossen. Klar. Aktiviere Verriegelung. Teste auf Prototypen. Oh ja, jetzt geht's rund. Ah, sind's auch schon. Wir haben hier so faszinierende Arbeit geleistet. Wie wär's mit einem Spielchen mit einem der neuen Prototypen? Die Dinger kann man nicht zerstören. Ladungen versehen. Was geht denn Ihrem Kopf vor? Ich frage Sie, sobald wir sie haben. Alles, was wir hier machen. Auf der anderen Seite sind Chris und Pierce. Ich versuche Ihnen das Schloss aufzumachen, aber es ist gut gesichert. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu umgehen. Okay, dann müssen wir es manuell umgehen. Wie gesagt, die Dinger explodieren nur, wenn wir sie berühren. Wenn wir schießen oder so, explodieren die nicht. Okay. Dann hau mal rein. Naja, wieder explodiert. Okay. Erste grüne Lampe leuchtet. Oh, man kann die doch zerschießen? Ich glaube, wenn die kurz vorm Explodieren sind. Ansonsten bouncen die einfach nur so an den Wänden ab. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß. Ach, wie ihr seht, schicken wir die einfach nur in den anderen Raum. So ein krankes Spiel. Die Hälfte ist geschafft. Wunderbar. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Oh, man kann die doch kaputt schießen. Man muss nur direkt vor denen schießen. Beziehungsweise vor denen stehen und auf die drauf schießen. Perfekt. Jemand, wie gesagt, den stoßen wir nur von der Wand ab. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. What the hell? Also bei Chris und Pierce ging die Tür sofort auf. Ja, aber mal schnell. Wow. Fast noch draufgegangen. Hier schon alles geplündert? Mies.
Halt! Wir müssen reden! Genau. Sorry, mir ist nicht nach Plaudern. Das werden wir noch sehen. Hat Spaß gemacht. Ciao! Vader! Und hinterher. Bleiben Sie dran! Aber Chris! Vader! Ja. Oh, wir kriegen die noch. Da ist sie! Halten Sie sie auf! Okay, von zwei Seiten. Wir kriegen die auf jeden Fall. Chris? Leon! Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris. Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los. Finden wir Simmons. Genau. Dann mal los, finden wir Simmons. Sollten, denke ich mal, hier runter. Leon, Helena, bitte komm. Wenn Cherrys Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Hannigan Ende. Simmons ist also schon so nah. Ich schau mal eben in mein Inventar, ob ich hier tolle Sachen hab. Silverspray. Drei von den Dingern. Die pfeifen wir uns mal alle rein. Munition. Oh ja, hier wird's gleich einen Kampf geben. Unser Ziel ist Simmons. Er war's schon immer. Wollen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Genau. Jetzt geht es einzig und allein um Simmons. Ich bin schon gespannt, was Simmons zu sagen hat. Dann geben wir mal Gas. Da sollte er drin sein. Wahrscheinlich ganz oben und dann fliegt er mit dem Helikopter weg oder so ein Bullshit.
Oh, das kommt aber unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Feuer einstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Sie hat mich erwischt. Nicht schlecht. Er entkommt uns. Na los! Wow, das war mit Abstand die schlechtesten Schützen, die ich je gesehen habe. Da standen locker 8 Männer und die haben die nicht getroffen. Wow, und Simmons ist auch noch infiziert? Simmons! Das kann was geben. Kommen Sie zurück! Oh, Simmons. Ich krieg deinen Arsch. Er darf nicht entkommen! Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Wie wir das beenden? Wir kriegen sie, Simmons. Toll, jetzt finde ich ein rotes Kraut. So blöd. Boah, ich habe so viel Munition. Eigentlich will ich davon nichts wegschmeißen, weil die Munition ist so verflucht wichtig. Aber ich brauche nun mal auch Heilung. Die geht weg, fuck it. So. Rotes Kraut, komm mit. Wollte schon sagen. Helena sollte den von oben jagen. Oh, ich komme mit. Klasse. Wahrscheinlich ist der Zug da quasi zu Ende. Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst haben Sie Angst. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft? Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wer weiß, was sie noch vorhat. Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons, Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten, ist es das? Was Sie wollen. Sie Narren, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun?
Ah!